Hi Leute und willkommen zurück zu The Callisto Protocol. Wir sind hier im Keller in der Krankenstation unterwegs. Eigentlich wollen wir rauf auf dem Wachturm, aber es hat uns irgendwie hier runter verschlagen und oben wollen wir uns eigentlich mit Elias treffen. Sind hier gerade in so ein paar optionalen Gängen, wo wir ein bisschen was gelootet haben. Wo jetzt natürlich auf dem Rückweg sich uns hier das ein oder andere in den Weg stellt. Und ich habe das Gefühl, es ist noch nicht ausgestanden. Alles hier. Oh, ja, es war so klar. Verpiss dich, Junge. So, jetzt aber. Oh, da ist der Nächste. Oh, no. Jetzt bitte nicht schon wieder sterben. Stirb, Junge. Wir gönnen uns mal was hier. Uff, Leute. Was für ein Adrenalinkick schon wieder hier direkt zum Start. Sekunde. Das Gefühl, meine Kopfhörer sitzen nicht richtig. So. Das Ding ist nur, ich habe die Sachen, die wir schon mal eingesammelt haben, eigentlich auf dem Weg hierhin. Lag hier nicht mal was? Ich dachte eigentlich, ich wäre hier an allem vorbeigerannt. Weil ich halt nicht nochmal alles einsammeln wollte und alles sterben wollte und wollte es jetzt auf dem Rückweg nochmal mitnehmen. Es ist immer noch ganz schön nebelig hier. Oder habe ich die Sachen hier vielleicht doch mitgenommen, nur die in den abgeschlossenen Räumen nicht mehr? Ich weiß es nicht so ganz genau. Nee, hier sieht man, ist noch drin. Eigentlich wollte ich jetzt nochmal die Runde gehen und es rausschneiden. Wenn ich nochmal alles einsammle. Aber ich bin gerade so ein bisschen verwundert, ob ich das eventuell an der einen oder anderen Stelle gestern doch eingesammelt habe. Oder es jetzt einfach weg ist nach diesem Event. So. Hier muss ich auf jeden Fall nochmal rein. Okay, hier machen wir gleich weiter. So, hier waren noch ein paar Sachen drin gewesen, die wir beim letzten Mal auch schon eingesammelt hatten. Ich bin echt so ein bisschen verwundert, dass ein paar Sachen weg waren und ein paar Sachen jetzt doch da waren. Müsste ich mir vielleicht in meiner eigenen Aufnahme nochmal angucken, was ich hier wirklich noch eingesammelt habe auf dem Weg hierhin und was nicht. Oder ob jetzt wirklich Sachen weg waren. Nee, man sieht, hier sind zum Beispiel auch noch Sachen drin. Seltsam. Naja, nehmen wir das einfach so hin. Hier wäre jetzt auch noch ein bisschen Leben gewesen. Credits. Okay, damit haben wir es jetzt aber. So, hier ist der Gang, wo wir ursprünglich mal hergekommen sind, wo uns dieser Sicherheitsroboter verfolgt hat. Hier geht es aber so nicht weiter. Okay, dann haben wir diesen Seitenflügel jetzt so weit, wie ich das sehe, abgegrast. Hier aus der Tür sind wir ursprünglich mal rausgekommen. Die Frage ist, steht da hinten noch dieser Security-Robot? Dieses Licht da hinten? Können wir auch hier nochmal gucken. Ah, siehst du, hier sind nämlich auch noch so Gänge und sowas. Wo vorher der Roboter rumstolziert ist. Das macht auch schon wieder komische Geräusche. Ich habe nur das Gefühl, wenn ich sterbe, dass ich alles nochmal machen muss. Sind wir hier ursprünglich mal rausgekommen? Ja, ich glaube, ne? Hier aus diesem Schacht sind wir ursprünglich mal rausgekommen. Ja, doch, sind wir auf jeden Fall. Okay. Wie kommen wir denn in diese Räume rein? Da ist definitiv eine Tür, die man aufmachen kann. Ach, guck mal, kommt man hier rauf? Ne, auch nicht. Irgendwie zu viel, zu viel Chaos in diesem Schacht. Da ist nochmal eine Tür. Kann man eigentlich... Ach doch, stimmt, ich habe gestern auch einmal manuell gespeichert. Ich habe es nur noch nie ausprobiert, einen manuellen Speicherstand zu laden. Ob man dann genau hier wieder auskommt oder auch an irgendeinem Checkpoint. Aber vielleicht hätte man am wenigstens die Sachen noch eingesammelt. Naja, wo wir jetzt gerade... gespeichert haben. Da hinten ist schon noch der Security-Roboter, oder? Zugangshalle P188.
Mm, ja, er hat uns bemerkt. Wow. Nein, er lasert uns weg, oder was? So, jetzt weiß ich aber wenigstens mal, wo man aufsteht, wenn man manuell gespeichert hat. Okay, wir dürfen also in seinen Sichtbereich gar nicht reinrennen. Und wir stehen wieder hier. Was ist, wenn ich jetzt den manuellen Speicherstand lade? Stehe ich dann auch wieder hier? Okay, ich stehe auch wieder hier. Interessant. Ja, ich glaube, da hat man auch. Also das ist ja der Weg, wo wir weiter wollen. Wo wir jetzt gerade gestorben sind, war nicht ganz so weit weg von hier. Ich wollte auch durchaus hier nochmal diese Sicherung reintun. Ah ne, die ist jetzt noch da oben drin, ne? Dann hoffen wir mal, dass wir die rauskriegen. Ohne, dass der Gegner hier jetzt erstmal rauskommt. Weil ich wollte sie jetzt auch nochmal hier in die Tür stecken. Aber ich glaube, das ist auch nur eine Tür, die uns wieder auf den Flur mit dem Robo bringt. Und hier gegenüber müsste noch die eine Tür sein, die ich auf jeden Fall nochmal absuchen will. Genau, die hier. Okay, lass mal den Robo erstmal Robo sein. Oh, ich habe ziemlich viel Leben. Also ich habe das Gefühl, auch das manuelle Speichern kopiert nur diesen Autosave-Slot. Das heißt, ich müsste jetzt diese ganzen Typen da nochmal besiegen, die wir schon besiegt haben. Hm, aber hier geht's zwar in diesen Raum rein, aber ansonsten ist hier auch irgendwie nichts. Das wundert mich jetzt fast ein bisschen, dass wir hier so gar nicht reinkommen, obwohl da extra noch eine Tür steht, aufgeschlossen. Naja, vielleicht kommt man irgendwann mal von der anderen Seite rein. Da steht auch noch eine Tür aufgeschlossen, aber da ist halt auch dieser Chaosraum dazwischen. Aber es können auch einfach doch einfach nur Dekoräume sein, ne? Sieht nämlich gar nicht mal so aus, als wenn hier so viel drin wäre. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt da weiter, wo wir eigentlich hin müssen. Aber ich gehe zwischendurch nochmal das Zeugs besorgen, was ich jetzt wieder verloren habe, und diese Gegner nochmal ummaschen. So, Leute, der Vorteil ist, also ich habe jetzt wieder alles und ich habe ein paar weniger Treffer kassiert als im letzten Versuch. Das heißt, ich habe jetzt deutlich mehr Leben als vorher. Okay, die Kiste ist auch noch, aber das Speichersystem ist irgendwie dämlich, ne? Warum kann ich es manuell speichern, wenn ich dann doch nur zum letzten Checkpoint zurückgesetzt werde? Ja, noch nicht mal der Loot oder so wurde gespeichert. Naja, aber ich habe das Gefühl, dass mit dem Kämpfen klappt mittlerweile ein bisschen besser, weil ich jetzt diese Stelle mit den Gegnern da zwei, dreimal spielen musste, habe ich dadurch jetzt ein bisschen Übung bekommen. So, oh ja gut. Brennender Gegner, nochmal was anderes. Gerade noch rumgetönt, dass ich jetzt mehr Übung habe. Oh, und hier erwische ich mal nichts. Der scheint mir schon wieder wilder und schneller zu sein als seine anderen Kollegen. So, jetzt bin ich ihm einmal ausgewichen. Ja gut, wenn ich brennen würde, wäre ich auch fuchsteufelswild, ne? Ich kann es nämlich verübeln. Aber es hielt sich trotzdem schadensmäßig in Grenzen. Aber ich würde jetzt gerne mal wieder irgendwann an einem Checkpoint vorbeikommen, dass ich nicht weiterhin das Risiko habe, immer nochmal diese Loot-Route da ablaufen zu müssen. Ist auch ein bisschen ungünstig, dass ich das, glaube ich, gemacht habe, nachdem ich diesen Checkpoint hier erreicht habe. Aufgeschlossen. Okay, es wird nicht einladen da hier unten. Wird auch schon wieder ruhiger, das ist auch meist kein gutes Zeichen. Oh Gott. Warum? Ernsthaft? Achso, das war die Tür hinter mir, ne? Wollte immer mal gucken, ob ich die Kamera mal schneller einstellen muss. Habe ich auch noch nicht gemacht. Lockdown. Okay. Oh. Fürchten Sie sie nicht. Nur durch Veränderung können wir wachsen. Unser bestes Selbst werden. Veränderung kann schwer sein, doch sie ist notwendig. Ja, danke fürs Wort zum Sonntag. Noch ein Gesundheitsriegel. Leben 35 Mal. Okay, wir sind wieder voll, immerhin das. Ohne eine unserer Ampullen verschwenden zu müssen.
Gut, hier liegt tot einer vor dieser Luke, wo das Blut quasi noch raustropft, ne? Es ist nicht so einladend, aber ich fürchte, wir müssen. Jacob, es wird immer enger hier. Wo bist du? Bin durch die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Okay, du bist bald da. Einfach weiter. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hier soll es auch noch Waffen gegeben haben. Bin mal gespannt. Bei Dead Space 1 war es ja so gewesen, oder generell bei Dead Space. Oh oh, da wird jemand rausgezogen. Dass es vorteilhaft war, den Kreaturen gezielt irgendwelche Körperteile abzuschießen, damit sie nicht mehr so mobil sind. Ich guck mal, ob es das hier auch wieder gibt. Ernsthaft? Jetzt wollen hier zwei gleichzeitig was von mir, oder wie? Und ich bin immer noch im Nahkampfmodus unterwegs. So, so läuft es doch ganz hervorragend mit den Kämpfen. Okay, der zweite hat keinen Bock mehr, wenn er sieht, wie sein Kumpel draufgegangen ist, oder wie? Scheiße, er ist da oben rein. Ich hoffe, er springt mich jetzt nicht gleich irgendwie von oben an. Ich glaube, man hört ihn da oben aber noch. Aber gut, dass er sich nicht so in den Kampf eingemischt hat. Nee, ich glaube, da wollen wir nicht unbedingt durch. Ja, toll, sondern wahrscheinlich auch wieder hier in die Lüftungsschächte rein, wo auch dieser Typ wahrscheinlich drin rumrobbt. Oh, hier sieht es aber eher aus wie so ein Control Center oder sowas. Der könnte was tun. Ah, ein Elektrobritzelstab. Das Lager wurde schon ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Na, er scheint dem. Scheint dem Typen nicht mehr so viel gebracht zu haben, sein Elektroschocker. Okay, unser Brecheisen werfen wir weg. Jetzt, wo wir den Elektroschocker haben. Hör zu, du bist fast am Wachturm. Ich musste mich durchschleichen, aber jetzt ist da keiner. Sollte also kein Problem sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Alles klar, bis dann. Kehre zum Wachturm zurück. Ja, das probieren wir eigentlich die ganze Zeit, oder? Sieht man hier irgendwas Spannendes auf den Monitoren? Warum fliegen da so Partikel oder was in die Zellen rein oder rauf? Weiß man wahrscheinlich nicht. Okay. Können wir es auch wieder wegstecken? Weiß man noch nicht so. Okay, macht er automatisch irgendwann offensichtlich. Was ist das hier für eine Wand mit Dornen drauf? Da wird die Arbeitssicherheit doch bestimmt was dagegen haben, oder? Da muss man ja nur vorgeschubst werden und wird aufgespießt. Verschlossen. Und jetzt sollen wir wieder rausrobben hier, oder wie? Den gleichen Weg wieder zurücknehmen? Das kann doch nicht sein, oder? Hätte man uns den ganzen Ausflug hier ersparen können. Ja, okay, wir haben einen Elektroschocker jetzt. Aber wir haben ja nichts gewonnen. Das Tor zu Ilias war ja zu. Das wird ja immer noch zu sein, wenn wir jetzt den ganzen Weg zurückrennen, oder? Aber ich schätze mal, wir sollen jetzt hier erstmal unseren neuen Elektroschocker ausprobieren. Hm, kann man hier rauf? Ja, man kann nur rüber. Wo ist der eigentlich rein, der Typ? Hier ist überhaupt kein Loch oder so. Mir ist nicht ganz wohl, wenn wir diesen Schacht hier wieder zurückkriechen müssen.
Ach nee, ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt einen anderen Schacht genommen? Aber stimmt, diese Kletterpartie haben wir auf dem Hinweg auch gehabt. Und dieses Gebritzel hier. Oder kann ich mit dem Elektroschocker jetzt den Wachroboter ummoschen? Dann hätte man natürlich noch einen Weg. So, hier. Achso, daher kommen diese schwebenden Partikel, wenn es brennt. Okay. Hier haben wir auch den brennenden Typen umgemoscht. Finde eine Ersatzsicherung. Haben wir. Frage ist nur, was wollen wir damit? Noch so eine Tür, ne? Wo wir noch nie durchgekommen sind. Elektroschlagstock, ein Bewegungsenergiekondensator, der an alle Mitglieder des Sicherheitspersonals von Black Iron ausgegeben wird, zur Verwendung mit der UGC-Modular-Waffenplattform entwickelt. Kehre zum Wachturm zurück. Dann kehren wir weiter zurück. Zurück ist hier. Das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen seltsam, dass wir den ganzen Weg jetzt wieder zurücklatschen müssen, oder? Aber die Musik hört sich nach wie vor nicht vertrauenserweckend an. Können wir hier nicht drüber springen? Wir können hier nicht drüber springen. Wie sind wir denn ursprünglich mal hier durchgekommen? Kriechenderweise auch nicht. Bin schon ein bisschen verwirrt jetzt, Leute. Das war doch vorher offen hier, oder? Weder ducken, noch X drücken, noch rennen bringt irgendwas. Ist ja lächerlich, dass er hier nicht drüber springen kann. Ich habe den Eindruck, ich habe irgendwas übersehen. Also ich bin schon dahergekommen. Hier haben wir uns hergeschlichen. Als der Robo hier entlang stapfte. Aber eine etwas detailliertere Angabe, was hier zu tun ist. Außer kehre zurück zum Wachturm. Gibt's auch irgendwie nicht. Ach guck mal, hier habe ich auch noch was hängen lassen. Naja, immerhin haben wir das jetzt mal gefunden. Noch ein Heilgerät. Aber so richtig weiter hat uns das jetzt nicht gebracht. Ja, Leute, ich guck mich hier nochmal ein bisschen um. Oder sollen wir uns nochmal mit dem Roboter anlegen? Hier war jetzt auch nichts Bemerkenswertes drin. Also ich glaube nicht,
dass ich mit dem Schockstab hier irgendwie mit dem Robo was machen kann, oder? Nee, so gar nicht. Ja, und der reißt uns einfach erstmal unser Bein ab. Ist schon okay, ja, und jetzt ist der Kopf dran. Ja, es war klar, dass das passieren würde. Alle feindlichen Ziele. So, mal gucken, wo wir jetzt auskommen, wo der letzte Checkpoint war. Wenn ich jetzt wieder vor dieser Tür stehe, wo wir zum ersten Mal die Sicherung eingesetzt haben, dann kotze ich aber, Leute. Ah, nein. Ah, gut, dass wir wieder hier sind. Oh, 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 wir haben hätten den Knopf hier drücken müssen. Die Frage ist nur, was hat's gebracht? Wir haben den Knopf gedrückt. Ach, die Tür hier ist jetzt aufgegangen. Okay, wir hätten gar nicht zurückirren müssen. Ach so, dafür sind diese Nägel an der Wand, damit man Zombies dagegen schleudern kann. Ich verstehe. Okay, sonst wird man auf jeden Pups hingewiesen. Aber dass hier so unscheinbar so ein Knöpfchen zu drücken war, das habe ich irgendwie nicht gesehen. Naja, gut, dass wir gestorben sind und jetzt wieder hingekommen sind. Wir haben jetzt einen Heilkit quasi liegen lassen. In diesem Gang, was ich übersehen hatte. Aber gut, damit müssen wir jetzt, glaube ich, leben. Ich latsche jetzt nicht nochmal zurück. Kriegt man wohl auch noch irgendwann eine Karte zur besseren Orientierung? Oder müssen wir hier die ganze Zeit ohne Karte rumstapfen? Zugangshalle irgendwas. Aber Zugangshalle irgendwas. P264 ist auf jeden Fall geschlossen. Hier liegen noch so ein paar Wachmänner rum. Fast geschafft. Jo, da ist der Wachturm wieder. Ist da oben überhaupt noch irgendjemand drin? Ich glaube nicht, ne? Die sind wahrscheinlich auch mittlerweile alle tot oder geflohen. So, hier hängt nochmal so ein Heide-Dings an der Wand. Wie viel davon haben wir eigentlich? Drei Stück. Oh, unser Inventar scheint auch begrenzt zu sein. Oje, oje. Ach so, es war nur Rauch. Ich dachte gerade, hier klettert links jemand an der Wand rum. Wollen wir uns mit denen anlegen? Ist das jetzt nicht genau die Brücke, auf der wir schon gewesen sind? Und der Raum, wo wir zum ersten Mal das Brecheisen quasi bekommen haben hier? Ah, gut, die Tür hier geht nicht mehr auf. Ich denke, wir müssen uns mit denen da anlegen, die da so rumschleichen. Oh, da fiel gerade jemand runter, das ist nicht so gut. Na gut, er hat uns gesehen, ja, dann komm doch mal her. Okay, hat er sich gewehrt. Doch, irgendwie einen Schlag habe ich mal abbekommen zwischenzeitlich, ne? Ich glaube, ich war vorher grün. Achso, wir könnten den mal... Ah, das muss ich auch dringend mal im Auge bewahren. Ah, guck mal, konnten wir uns direkt teilen. Dass wir jeden Gegner mal zermanschen müssen. Oh, schön, dass du dich hier so... direkt vor meine Füße begibst und dich darüber schwingst, über die Erhöhung. Oh, hast du mich nicht getroffen? Das tut mir leid. Oh, schon wieder nicht getroffen. Oh, 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 oh. Jetzt hat er mich getroffen, warum auch immer.
Naja, wo wir eh 3 Stück von den Dingern haben, nutzen wir es lieber mal, bevor wir hier noch drauf gehen. Geht das ein bisschen schneller? Ah, nein, es ging natürlich nicht schneller. Ey, als wenn ich nicht ausgewichen wäre, du Penner. Komm her, mein Junge. So, so schnell kann es gehen. Scheiße. Den Kasten, da hatten wir schon geleert, ne? Der leuchtet wahrscheinlich nur immer noch grün. Ja. Es hilft nichts. Unser Inventar ist eh begrenzt, glaube ich. Wir müssen einfach mal loswerden, was wir dabei haben. Okay, aber hier war doch irgendwie diese Tür gewesen, die uns von Elias getrennt hat. Oder sind wir jetzt doch an einer anderen Stelle? Es sieht wahrscheinlich nur genauso aus, ne? Weil das hier kreisrund und relativ symmetrisch gebaut ist. Sieht mir schon so aus. Das ist doch genau hier, wo wir schon gewesen sind, wo wir auch aus unserer Zelle rausgekommen sind. Oh, jetzt auch so ein brennender Robo. Ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, ob ich hier wirklich noch hin will, aber ich bin ja immer so ein ich muss alles absuchen und looten Typ. Ich glaube, das ist mal unsere ursprüngliche Zelle gewesen, oder? Aber hier scheint auch sonst nicht viel zu sein. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal über diese Brücke da drüber. Mal gucken, wie uns der Elektroschockstock da jetzt weiterhilft. Oder wir haben die Tür mit diesem Knopf da unten irgendwo geöffnet, den wir da unten gedrückt haben, wo wir den Elektroschocker hier gefunden haben oder konnten mit diesem Knopf diesen Fahrstuhl hier aktivieren. Whatever. Aber wahrscheinlich ging das hier vorher nicht. Ach so, da ist der Ausgang, ne? Squad 9 rein. Er darf mich nicht sehen. Squad 9 ist ausgelöscht. Ja. Position halten. Wir schaffen es nicht. Rückzug. Wir haben die Kontrolle verloren. Gut, dann aktivieren Sie alle taktischen Einheiten. Schusserlaubnis erteilt. Der darf mich nicht sehen. Warum darf ich den nicht von hinten abmurksen? Boah. Was geht mit dem? Wie bist du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Okay, habe ich das richtig verstanden? Ist die Macht mit ihm, oder was? Und dann geht hier alles in den Arsch. Oh, 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan, hä? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich leben? Ich glaube, es ging eher um diesen Würfel, der in unserer Zelle lag, oder? Das ist mein Wunder. Du kannst es haben. Ach so, wir haben die Tür... Okay, er ist erstmal da runtergestürzt. Wir haben die Tür aufgemacht und uns dahinter versteckt. Okay, geschickt. Ja, gut, dass hier noch eine Tür mit Angeln ist und nicht so eine Drucklufttür wie die meisten anderen Türen. Ich bin durch. Ferris auch. Was meinst du? Er war hier. Und diese Dinger haben ihn getötet. Ja. Ungefähr da, als ich dachte. Geh einfach weiter. Ich habe bei davor einen sicheren Raum gefunden. Ferris oder Harris, wie er heißt, Leute, ist 100%ig nicht tot. Da verwette ich meinen Arsch drauf. Das ist doch
unser Hauptantagonist, Ferris. Wir haben auf einen Unfall vor dem Torhaus reagiert. Der Ort wurde auf Anweisung des Wardens gesichert. Normales Team hat Zugang. Hätte nie gedacht, dass ich die alte Warden mal vermissen würde. Die war wenigstens berechenbar. Okay, er scheint ja auch super interessiert an der Situation zu hier zu sein. Mehrfache Disziplinarverfahren notiert. Hierhin versetzt worden, zahlreiche Belobigungen notiert. Okay, hier drin scheint er eine Karriere gemacht zu haben. Von am 01.06.2308 von Warden Norton zum Captain befördert. Weitere Beförderungserwägungen dem neuen Warden vorbehalten. Okay, hier scheint es einen Tausch des Wardens gegeben zu haben, von dem Ferris profitiert hat. Und Ferris scheint irgendwelche komischen Fähigkeiten zu haben. Das steht auf gar keinen Fall im Zusammenhang mit dem, was hier so schiefgelaufen ist. Okay, Leute, aber ich würde sagen, was sich hinter dieser Tür hier verbirgt, das schauen wir uns beim nächsten Mal weiter an. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.